Willkommen im neuen real-digitalen Audioerlebnis im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Im Sog der Zeit wird zum digitalen roten Faden durch 10 originale Räume aus 300 Jahren Hamburger Geschichte. Dank der Kunstkopfaufnahmetechnik erleben Sie mit der App, wie sich historische Räume in realgetreue Resonanzräume ihrer Zeit verwandeln. Was mir wirklich Spaß gemacht hat, ist, dass wir diese Räume mit Leben füllen. Und für mich ist ein besonderes Highlight zum Beispiel der Caruso, der im Spiegelsaal dann auftritt. Und das kriegt ja eine ganz andere Dimension, weil sie plötzlich auch merken, dass dieser Raum akustisch fantastisch ist und auch als Konzertsaal gebaut wurde. In den Räumen und Gängen sind unauffällige iBeacons platziert, die Signale an die App senden. Die Programmierung und Konfiguration der iBeacons musste erreichen, dass die App weiß, wo die Besucher sich befinden und sie dementsprechend leiten. So haben wir quasi einen digitalen roten Faden geschaffen, der die Period Rooms miteinander verbindet. Und verschiedene Interaktionen ergänzen die digitale Wissensvermittlung. Mit den Bauern etwas zu trinken ist sicher der beste Weg, mehr über Land und Leute zu erfahren. Alle Rollen werden von Hörfunksprechern des NDR verkörpert. Das sind ja Hamburger Persönlichkeiten, die man zumindest vom Namen gehört hat, aber die man zum großen Teil noch nicht hat sprechen hören. Vom Maler Julius Milde über Museumsdirektor Justus Brinkmann bis hin zum Diplomaten Karl Siewecki. Meine Kabine ist ein feiner Rückzugsort. Ich spreche den Siewecki, der sich nach Südamerika begibt, um dort Handelsbeziehungen aufzubauen. Haben mir so vorgestellt, in welcher Zeit der sich bewegt. So werden die Period Rooms zu einer einzigartigen Erlebnistour, die das reale und das digitale Museumserlebnis miteinander verbindet. Trauen Sie Ihren Ohren und betreten Sie den Sog der Zeit.